Hallo und herzlich willkommen bei Just Cause 4, wo wir nun uns zum letzten Gebiet begeben und wir auch dort die letzten Missionen noch so zu erledigen haben. Alter, mir kommt vor, das war hier nicht mal viel mehr Schnee. Ich weiß es nicht mehr. Schon wieder ein bisschen was her. Und ja, wir steuern Richtung Ende zu. Alter, was ist jetzt mit diesem Licht hier los? Ist total schön hier. Mal so ein bisschen friedlicher, nicht mal immer dieses Rumgeschieße in Kriegsgebieten an der Front oder irgendwo. Sogar hier gehen Bahnstrecken entlang. Und wir müssen auch noch den Zug entgleisen. Das weiß ich ja noch von letztes Mal. Die haben noch immer so erzählt von den Zug entgleisen. Aber wir machen uns jetzt etwas hoffentlich einfacher. Warte mal, ich probiere mal was. Denn wir haben ja mittlerweile alle Gebiete eingenommen und das ist so das letzte, was einnehmbar noch ist. Die Station ist von allen Seiten durch Abwehrkanonen gesichert. Schalt sie ab, gib mir Zugriff und ich habe sie in ein paar Minuten umprogrammiert. Ach, das Ding. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ah, ich hab's noch nicht. Jetzt aber. Alter, boah. Geht direkt gut los. Boah. Wo ist der nächste? Ja. Du bist halt am Weg. Oh Gott. Ich glaube, das macht denen nichts aus, wenn irgendwas hochgeht. Zweiter ist auch weg, ja. Fetter Zug, Alter. Ah, das sind sogar unsere. Wenn ich es jetzt so gerade sehen kann. Ist ein Weg. Ist meins. So. Nur noch eine Kanone, Izzy. Und dann müssen wir uns wieder reinstöpseln und dann haben wir es hoffentlich. Und wir haben ja auch die nächste Mission gleich hier und deswegen, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch das hier mitnehmen. Okay, den haben wir. Das ist der letzte. In der Mitte der Station gibt es eine Kommandokonsole. Stöpsel mich da ein, dann programmiere ich die Kanonen um. Wo genau? Da links. Da ist sie ja. So. Jetzt. Ach du Scheiße, das dauert ja wieder so lange. Okay, bleib in der Nähe der Konsole. Was haben wir denn für Waffen? Ich werde mein Bestes versuchen. Hab ein paar Truppen zu deiner Unterstützung losgeschickt, Rico. Ich seh's. Halt. Bam. Kann ich da nicht in die Mitte? Ach doch, die übernehmen wir schon. Ich helfe dir mal. Nimm doch das Geschütz. Aha, die kommen auch her mit Delis. Alter, gleich fällt das Ding um. Wow! Okay, das hin. Boah, Alter! Raketenstart erfolgreich. Lift auf. Wow. So, ich gehe da mal. Ach, kommt wieder Verstärkung. Alter. So, das war's. Das erledigen die schon. Ziemlich gut ist schon mal, ob das hier hinten niemand kommt. Aber es sieht alles sehr friedlich aus. Das schaffen wir. Und nur gemeinsam können wir sowas schaffen. Nicht mit irgendwie alles alleine machen. Vor allem, wenn wir schon so viele Gebiete haben, da braucht es auch nicht sparsam sein.
Hier ist auch niemand, ne. Warum ist da eine Munitionskiste? Die möchte ich mir kurz mal angucken. Da ist eh immer nur der gleiche Schrott drin, das keiner braucht. Tja, was haben wir? Gute Arbeit, Leute. Die Station ist der perfekte Ausgangspunkt für unseren letzten Angriff. Jawohl. Warte, Rico. Da kommt ein Panzerzug. Was? Das sind ja die reinsten Schlachtschiffe. Zerstöre die Lokomotive. Unsere Truppen werden da nie vorbeikommen. Konzentrier das Feuer auf die Lok. An alle Einheiten der Schwarzen Hand. Weitere Informationen folgen. Ah, fuck. Boah! Wow. Ach du Scheiße, da ist ja wirklich ein paar. Ich hab gedacht, die Lok ist da nur dran. Das ist aber ein fetter Panzer. Ach du Scheiße. Hä? Kommen die alle her? Ach, das war's. Weg hier, Alter. Angriff auf Atalaya. Was? Ich hab das ganze scheiß verdammte Kackland, da hab ich alles alleine eingenommen. Aber das kleine Ding, ja, da muss Verstärkung kommen. Genau. Ich hab ihr gesagt, die halbe Insel, die ganze Insel habe ich eigentlich allein befreit. Das hier kann ich jetzt nicht befreien, weil da ist irgendwie nichts. Das werden wir wahrscheinlich noch bekommen. Warum geht das jetzt hier nicht? Schließe Operation Sandstachel ab. Wo ist das? Ach ja, das ist ja das da unten. Kann ich da irgendwo schnell reisen? Ich habe keine Lust, da jetzt alles dahin, da. Ja, egal mit wem. Wir steuern drauf zu, das sage ich euch. Wir werden aber nicht, glaube ich, jetzt diese Nebenmissionen machen alle. Vielleicht würde ich die einfach privat machen, weil das ist, glaube ich, auch nicht so spannend. Wir haben es ja gesehen. Wow, knallt ja. Alter, ach, das ist die eine Base. Du bist gleich tot, mein Freund. Und ich auch. Ich muss hier weg. Alter. Wow, what? Für was kann man denn dahin schnell reisen, wenn man eh tot ist? Hat man da nicht irgendwie überlegt davor noch irgendwie was? Das ist die Endbase übrigens. Da müssen wir hin noch. Also das ist dann das letzte Ziel, dieser Wetterturm oder was auch immer, da waren wir ganz am Anfang. Und die wollten mal ganz am Anfang noch ausschalten, aber das ist alles schief gelaufen. Und deswegen werden wir das jetzt... Alter, die Brücke ist viel zu dünn. Das hält doch niemals, oder? Ich meine, ich habe bei mir auch so eine Brücke, sowas, aber sieht viel stabiler aus. Und die ist schon tausende von Jahren alt. Naja. Alter, wie... verlassen und alleine das hier so aussieht, so richtig so irgendwie Mount Everest hier oder sowas, Himalaya. Ach, da kommt schon unser Munitionszug. Ein Kampfjet wäre da oben gewesen, aber wir müssen ja sowieso dort landen erstmal. Vielleicht finden wir dort einen, wenn wir überhaupt einen benötigen. Ich fliege gerne mit dem Wingsuit durch die Gegend. Da werden wir weniger gesehen und da sind wir auch viel gemütlicher unterwegs und entspannter und alles. Man kann ein bisschen die Gegend angucken. Und das ist auch ziemlich ruhig. Zum Beispiel da unten ist ein schöner See. Da ist wieder die Autobahn. Oder Landstraße. Oh, guck mal, ein Reh. Und da vorne sind die Sandstachelmischen-Dingen. Zugüberfall. Das ist das Ding, was wir brauchen noch. Obwohl uns eigentlich eh schon in die ganze Bahnlinie gehört. Die haben ja keine mehr. Eigentlich. Ach, da oben ist es. Ganz versteckt. Was gibt's denn hier so? Oh, ein Jetski! Ein Jetski hier, so ein Schneemobil.
Boah. Mal los. Fährt aber ziemlich scheiße, jetzt. Alter, das muss ich ganz kurz hier probieren. Geil. Komm, gib Gas. Turbosprung. Nee. Wow. Wow. Alter, der Turbosprung ist aber ziemlich nice. Das runter. Alter. Braucht man dafür eigentlich so einen Schein eigentlich schon, oder? Boah. Ich meine, sowas kann man jetzt vielleicht nicht so schnell. Boah. Oh. Boah. Ja, genau. Okay. Ich frage besser nicht. Wir starten auf die nächste Mission. Aber erst nach dem Ladebildschirm natürlich. Von Bildern, die wir schon 30 Mal gesehen haben oder sowas in den ganzen Let's Play. Los, ab in den Zug, Rico. Und halt ihn am Laufen, bis ihr den Abkoppelpunkt erreicht habt. Es geht dafür direkt los. Ich steig in den Zug. Wow. Zugentführung. Ich bin an Bord des Zugs. Er fährt vollautomatisch. Aber die Geschütze werden von der schwarzen Hand bemannt. Ich glaube, deren Fahrscheine sind abgelaufen. Diskutiere den Zug zum Abhub. Ein Zug Koppelpunkt. Schickt sofort Hubschrauber los. Nee. Benutze die Kanone. Tschüss. Geil. Ja, und was werden die jetzt machen? Ich meine, wir sind auf dem fucking Zug. Ah. Boah. Achtung. Keine Notlandung. Ich meine, wir könnten jetzt, wenn sie schlau wären, einen entgegenkommenden Zug schicken. Die könnten einen Zug auf uns auffahren lassen. Mehr nicht. Ach moin. Ach du Scheiße. Das sind doch irre. So. Du überlebst. Nicht mehr. Wow. Get down. So, dann nochmal weg. Da stehen sie schon wieder. Boah. Ich muss nur gucken, dass ich nicht selber irgendwo dagegen ballere. Dann könnte alles gut laufen. Alter. Scheiß Turm. Alter, ich sag's ja, das ist ja diese eine Brücke, die ziemlich gefährlich aussieht. Wie viel Leben haben wir überhaupt noch? Unser Muni ist ja auch nur begrenzt, wir müssen aufpassen. Der Zug bleibt gleich stehen. Oh. Sie versuchen euch am Außenposten festzuhalten. Ihr seht. Ja, da ist eine Konsole im Außenposten. Wipsel mich da ein, dann bring ich das in Ordnung. Oh. Ich muss sie überall einstöpseln, ey, die Alte. Vor allem, wir hören uns ja immer nur über Funk, wir sehen uns ja so selten. Ich glaube, in der Izzy, die haben wir vielleicht einmal oder so gesehen. Zweimal, dreimal. Nein! Wer nervt? Niemand? Dann lass mir auch bitte arbeiten. Alles klar, der Zug fährt wieder. Gut, ich geh mal meine Position wieder. Alter, wie schnell! Wird er gleich geblitzt? Also von irgendeinem Blitz hier vorne irgendwo. Hä? Hä? So, jetzt dann, warum waren wir gerade so langsam? Alter, die sind doch irre, die Typen. Alter, jetzt übertreibst du mal nicht mal los. Wie soll ich denn Heli und Panzer gleichzeitig ausschalten? Okay,
einfach drauf, um die Waggons zu trennen. Und wo? Rausschießen? Hab ich's geschafft? Hab ich's jetzt verkackt? Geschafft? Verkackt? Beides? Ja, Feindliche Kräfte versuchen, eine Waffenlieferung zu kapern. Die muss sofort vernichtet werden. Sieht nee, aus, als leck würde mich. Die schwarze Hand das Ding lieber in die Luft jagen, als es uns zu überlassen. Ist ja mal wieder typisch. Ja, klar. Halten Sie auf, ich schicke Verstärkung. Sargento, weise du Rico Ziele zu. Dann schauen wir mal, was das Baby hier so drauf hat. Wir haben es doch geschafft. Muss sparsam mit Ammonium geben, 289 für 2 Minuten. Die werden sowieso abstürzen. Also wenn ich sie natürlich irgendwann treffe. Das Ding ist der Wahnsinn, Mira. Oh, soll ich die Verstärkung also zurückrufen? Nein! Wenn wir schon welche haben, dann gib mir auch die Verstärkung. Boah, die kommen da reingeschossen. Alter. Raketenwerfer auf dem Schrottplatz. Auf dem Schrottplatz, Alter, das ist eine sehr gute. Ich glaube, er will euch ran. Ja, von wo? Schießt das Ding ab. Ja, wo denn? Ach, da. Boah. Das war knapp. So, jetzt wieder zu den Tages Dingen konzentrieren. Alter, sind die irre? Könnt doch einfach die Brücke kaputt schießen, oder? Nein? Okay, dann haben wir. Das war wohl nichts. Boah! Ja. Shit, Alter. Ach, das waren wieder uns. Egal, ich schieße alles weg. Alles ist ja der Feind. Jeder ist Feind. Generell, die treffen doch sowieso nichts. Ich sehe die ganze Zeit nur, wie andere Helikopter abstürzen. Und das sind unsere. Guck mal. Tja, wir haben es geschafft. Schön. Das waren die viel zu einfach. Alles klar. Sargento bringt Lenzer vorbei, um die Kanone einzusammeln. Warte so lange. Okay. Das war ja mal. Hey Rico, gutes Teamwork, hm? Alles in Ordnung, Rico? Bestens, Lanza. Ich denke, das mit dem Geschütz wird funktionieren. Ich wünschte, ich hätte es in Aktion sehen können. Wirst du. Ja, Sandstachel, Zugüberfall.
Alter. Vorbereitungen. Ja. Das Kriegsgebiet ist wieder sauber. Ah. Und jetzt dann? Haben wir irgendwas Freies? Ist wieder eine Mission? Lieber Lamas als Bullen. Ja. Operation Sandstachel. Wir haben wieder eine. Haben wir irgendwo hier einen Schnellreisepunkt? Das wäre hier. Hier ist aber nirgendwo was. Nein. Gut, dann nehmen wir hier. Wir reisen jetzt irgendwo hin, da wieder in die Gegend. Und dann werden wir zur nächsten Mission. Und dann schauen wir mal, was da auf uns wartet. Ob das jetzt die letzte ist, also die vorletzte, also die letzte Sandstachel-Mission, oder ob das jetzt nur immer Vorbereitung als ist. Boah, da hinten ist ein Sturm. Bis später, Rico. Mach ihn Feuer unter Marsch. Ja, wen denn? Hier ist ja niemand mehr. Wir müssten echt einmal auf der Straße oder sowas rumfahren oder ein bisschen schauen, aber da fahren eigentlich, glaube ich, eh nur ein paar Leute durch die Gegend und keine anderen Typen. Feinde. Weil wir haben ja alles eingenommen. Boah. Alter, schnell in die nächste Mission. Alter, was ist das für ein Sturm, der jetzt ist? Alter, alter Falter. Miras Plan, Oscars eigene Technologie gegen ihn einzusetzen, ist schlau. Das Netz von außen nach innen zerstören, einfach genial. Du hattest wirklich großen Einfluss auf sie. Ich habe mich nie entschuldigt. Dafür, dass ich weitergearbeitet habe, nachdem dein Vater fort war. Mir dabei zu helfen, Sona Uno zu zerstören, reicht schon. Ich wünschte, Miguel könnte sehen, was du erreicht hast. Du bist sehr stark geworden, Rico Rodriguez. Und du veränderst Solis zum Besseren. Ich verändere Solis, richtig. Aber auch zum Besseren? Ich bin mir sicher. Aber erst... Sona Uno. Sona Uno. Alter, es geht direkt los. Let's go. Bist du aufgeregt, Einser? Weil ich jetzt zu Ende bringe, was ich vor Jahren angefangen habe? Ja. Und weil ich mich direkt in einen Sandsturm stürze? Eher nicht. Vergiss nicht die ganzen bestens ausgebildeten Soldaten, die dich aufhalten wollen. Die überlasse ich dir. Na, danke. Ich habe vor dir Aktivitäten der schwarzen Hand entdeckt. Verstanden. Oh. Halt den Zug weiter am Laufen, Lancer. Ich kümmere mich um die schwarze Hand. Ja, da haben wir gute Bekanntschaften schon gerade gemacht. Achte auf unsere rechte Seite. Huh. Das ist ein bisschen schwierig mit Controller, muss man sagen. Boah. Rico, auf der Straße, ein Panzer. Wow. Rico, da, auf den Schienen, direkt vor uns. Alter. Boah! Ich sehe nichts! Alter, die sind doch völlig verrückt! Jetzt drehen sie durch! Wow! Alter! Ah, das haben wir gleich. Alter! Boah! Rico, vor uns! Ich kann nicht nach vorne schießen! Der Zug ist schwer gepanzert, Lanzer! Ich hab Vertrauen!
Tja, das ist für uns alltäglich. Alter, das war jetzt aber knapp. Wir kommen gleich in eine Welle des Sandsturms. Ja, dann ist er super. Der war ja eigentlich schon früher bei uns. Folgen das? Nee. Oh Gott, jetzt wird's eng. Alter. Die müssen jetzt eigentlich alle wegfliegen. Fahr vorsichtig. Jetzt geht's wieder ein bisschen. Die Fahrt durch den Sandsturm hat dem Antrieb etwas zugesetzt. Ja, das ist. Ja, ich glaube schon, aber wir müssen vorsichtig sein. Ah. Rico, auf den Schienen. Hab schon. Verstanden, ich erledige das. Boah. Oh, eine Tankstelle. Boah, der zieht, Alter. Ich, hast du das Gaspedal verfehlt oder wie? Vor allem beim Zug ein Gaspedal. Wobei, bei den Zügen weiß man ja nie, weil das sieht ja komplett nicht mehr aus wie ein Zug. Das sieht einfach aus wie so ein Panzerwagen auf Räder. Alter, was geht denn hier jetzt ab? Wir müssen doch jetzt alle eigentlich wegfliegen, oder? Weil wir sind ja hier im Sandsturm. Alter. Boah, La Colmena. Zimmer. Durch den Sandsturm verstopft der Antrieb. Gegner hat Angriffe eingestellt. Das ist nicht so gut. Ich glaube, wir werden bald mal anhalten. Nein, nicht auf der Brücke. War klar. Alter, wer ballert denn da vorne auf ihn? Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Kannst du den Antrieb reparieren? Ja, aber es wird etwas dauern. Ja, und ich muss jetzt wieder alles hinhalten. Na toll. Hey, Rico, die schwarze Hand schickt Bomber los. Scheiße. Ja, war klar. Und du schießt anständig, Rico. Nö. Oh. Ja, genau solche will ich so schnell treffen. Habt ihr einen Schuss? Ihr seid doch vollkommen irre. Jetzt brauche ich nicht mal draufballern. Alter, ihr habt. Die spawnen gleich da vor mir und dann. Was ist oder wie? So schnell kann ich gar nicht mal drehen. Wie kommst du voran? Dir war doch klar, dass wir mit dem Ding in einen Sandsturm fahren, oder? Naja, es ist eben sehr viel Sand. Boah, wie fliegt denn der Typ? Sollten wir nicht mit Eskorte fliegen? Wäre das nicht irgendwie, oder fahren und fliegen? Wäre irgendwie ein bisschen schlauer gewesen. Nicht einfach verstehen, dass sie keine Chance haben gegen uns. Ich erledige das für den. Boah. Alter. Man sieht die Schiene gar nicht mehr. Ah, wir sind jetzt hier in dem Gebiet, wo wir noch nicht eingenommen haben, weil das ja nicht geht. Aber jetzt wahrscheinlich gleich. Alter. Puh. Durch den Sturm. Da sind wir schon. Mit Vollgas voraus.
Ja, genau. Zona Uno. Wir haben's geschafft. Ja, Begrüßungskomitee. Halt sie auf, bis die nächste Welle des Ansturms kommt. Dann kannst du loslegen. Alter, Bombe. Alter. Rico, mach dich bereit. Boah, was passiert denn da vorne? Dass sie uns nicht rausziehen oder sowas. Naja. Alter, die werden doch gleich alle ersticken. Alter, ich kann ja unmöglich jetzt raus. Ach egal. Genau wegen dem hier. Konsole, let's go. Ja. Arbeite dran. So, ich habe die Kühlsysteme gefunden und die Zugangswege markiert. Folge einfach den Lichtern auf dem Boden. Die Kühlsysteme, die verhindern, dass der Kern überhitzt, müssen zerstört werden. Ist das passiert, nutzen wir den Fehler im System aus, den ich eingebaut habe, um den Kern zu entlüften. Alter, jetzt muss ich noch irgendwas deaktivieren. Ich sehe das auch gar nicht mal. Hä, warte mal, wo ist denn das? Folge den Lichtern zum Kühlsystem. Den hier oder wie? Kann ja unmöglich sein. Oder? Drei Stück. Boah. Viele. Alter, wie können die denn hier rumstehen und den scheiß Sturm einfach ignorieren? Das haben die nie gemacht. Hier ist Licht. Da vorne geht's weiter. Alter. Boah. Aber vorne geht's weiter, genau. Da ist das Kühlsystem. Zerstöre es vollständig. Etwas anderes gibt es bei mir nicht. So, was, wie kriegen wir es jetzt weg? Alter. Warte mal, müssen wir das irgendwie rausziehen? Ja. Boah. Nein. Erst das, dann das. Und jetzt. Bam. Alter. Wow. Ich bin immer weg. Eins weniger. Diese Dinger sind ganz schön robust, Lanzer. Danke. Ich hab sie selbst entwickelt. Du, ja, toll. Ja, das ist mir klar. Jetzt ist nur die Frage, wo sind die anderen beiden? Wir wissen jetzt, wie das Ding aussieht. Ich sehe mir das mal an. Während ich verreck. So, da geht's weiter, da leuchtet's wieder. Das heißt, da oben. Servus. Hier entlang.
Tja, wo könnte das sein? Ach. Boah. Noch mehr. Boah. Ist gerade ein Fass oder irgendwas gegen geflogen. Na komm. Geh kaputt. Der hat einen Raketenwerfer. Wo ist das Licht? Da vorne. Ich muss hier vorbei. Wow. Alter, hier ist viel mehr los. Ach du Scheiße. So, die Kappe ab. Bam. So, einer noch. Oder noch ein paar. Oh, nee, das war's. Oh Gott. Erledigt. Ich glaube, auf der anderen Seite ist der nächste. Junge, ich komme hier nicht weg. So. Muss erstmal ausparken. Alter, sind wir schon drüber? Ich weiß das gar nicht mehr. Alter. Da ist das letzte Kühlsystem. Ah. Wir haben's. Gut. Also ist auf die andere Seite. Ab. Eins, zwei. Und weg. Bam. Das war's. Die Kühlsysteme sind alle zerstört. Boah. Gut. Was um? Zurück an die Konsole. Aus. Ich bin unterwegs. Bin schon da. Löse die Ausfallsicherung aus. Das war's. Zack. Der Kern wird entlüftet. Geh zurück zum Zug. Ja, das wollte ich gerade sowieso machen. Weil hier draußen möchte ich jetzt nicht länger rumstehen. Los, du musst alles geben. Ja. Okay, ich glaube, wir haben's. Ich bin jetzt im Netzwerk. Willst du das erledigen, Onkel? Nein, meine Arbeit an Sona Uno ist abgeschlossen. Ich will sehen, was dieses Programm von dir leistet. So, sind wir fertig. Alter, auf einmal ist der Sturm wieder da, aber aus dem Nichts. Schau mir das mal an. Wir haben es geschafft. Alter. Oh ne, jetzt ist der Sturm wieder. Nee. Was ist da unten? Trophäe erhalten. Alles ist besser mit Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Silberne haben wir bekommen. Was ist da? Ja, da können wir jetzt das hier machen. Genau. Kontrolliere den Sandsturm. Kehre zur Zona Uno in der Region Las Tormentas zurück, um den Sandsturmkern bei Bedarf aktivieren. Verwende den AR-Scan und folge den W-Punkt zur Konsole. Aktiviere oder deaktiviere den Sandsturm per Knopfdruck. Das möchte ich lieber nicht machen.
So, da haben wir nichts und gehört uns jetzt gehört uns das Gebiet. Tja, jetzt ist halt die schwarze Hand bald platt. Möchte ich mal so sagen. Und wir haben hier nun mal, glaube ich, ich würde jetzt sagen, die letzte Mission. Vielleicht kommt ja danach noch etwas, wo wir dann wieder hinfliegen müssen, aber das ist das letzte Ding. Hier sind dann nur mal so Trainingssachen, so Nebensachen halt, die man machen kann, wo man dann halt für den Enterhaken was frei bekommt. Aber das ist, muss ich jetzt sagen, nicht so spannend und auch nicht so interessant. Wir haben es ja schon ein paar Mal gezeigt. Also ich habe es ja schon ein paar Mal gezeigt euch. Und dieser einen Typen von diesen Typen, der Fossilien oder was auch immer so sucht, hat die Vorgänger von den Ureinwohnern hier auf Iapa. So, wir fliegen. Oder wir machen eine Schnellreise dahin. Und dann starten wir in der nächsten Mission mit dem letzten Ding. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Just Cause. Vielleicht auch das letzte Mal dann beim nächsten Mal halt. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.